Alfred Noll von der Liste Pilz ist als vorerst letzter Redner gemeldet. Also für normal gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entjemand will nicht oder er kann nicht. Herr Vizekanzler, ich fürchte, Sie sind ja der einzigartige Fall, der von unverständiger Bockigkeit hier ist. Weil ganz selbstverständlich sagen Sie uns hier im Hohen Haus, ihr habt mitgeschrieben, wir waren in der Schule als Regierungsvertreter. Als Regierungsvertreter sind Sie privat unterwegs oder in Vollziehung der Gesetze als Regierungsvertreter? Da gibt es nichts anderes. Ja, selbstverständlich ist es Ihr Vollzugsbereit, wenn Sie selbst von sich annehmen, dass Sie als Regierungsvertreter dort waren. Sie haben nicht Ihr Entourage, den Chauffeur, den Sicherheitsdienst und die ganze Propagandamaschinerie der Bundesregierung in Gang gesetzt, weil Sie für private Zwecke eine Schule besucht haben. Natürlich haben Sie das in Vollziehung der Gesetze gemacht. Jetzt sagen Sie uns, der Herr Bildungsminister hätte hier ausführlich geantwortet. Er hat falsch geantwortet und Sie können das auch wissen. Und wer in eine Schule fährt, und jetzt zeige ich nochmals dieses schöne Bildchen, weil es ja wirklich nicht nur illustrativ ist, sondern tatsächlich ein klassisches Beweismittel ist. Wenn Sie so viele Autogrammkarten unter die Hand packen, wie Sie gerade fassen können, und sich den Kiddies als Michael-Jackson-Ersatz an den Hals werfen, was anderes ist das als eine Propagandaveranstaltung im parteipolitischen Sinne? Oder sind Ihnen diese Autogrammkarten dort von der Schule zur Verfügung gestellt worden? Wahrscheinlich. Und der eigentlich kritische Punkt, den Sie wohl auch alle nicht hören wollen, weil Sie rechtlich einfach hier wirklich zu unbedarft sind. Und das ist wirklich eine ernsthafte Sache. Beantwortet wurde vom Herrn Bildungsminister, es wäre eine Zustimmung vorgelegen für die Filmaufnahmen, als ob das nach § 78 Urheberrechtsgesetz von irgendeiner Relevanz gewesen wäre. Und diese Bilder hier, die Kollegin Cox ist ein freundlicher Mensch, ich bleib da nimmer freundlich, die stammen von der BKA-Homepage. Kein Mensch, kein Regierungsvertreter und kein Mitglied Ihres Kabinetts hat die zuständigen Eltern dazu gefragt, ob die Bilder auf diese Art hier genutzt werden dürfen. Und das ist ein ganz klarer Verstoß gegen § 78 Urheberrechtsgesetz. Und diese Regierung kümmert sich einen feuchten Deut darum. Und das ist ein Skandal, Herr Vizekanzler. Applaus.